die nahe Verbindung von Praxis, sportlicher Praxis, Trainerpraxis und Reflexion. Und man kann nachweisen, man kann statistisch nachweisen, dass die akademischen Institutionen, die sich weltweit in den letzten 20 Jahren am besten entwickelt haben, die in den Rankings am meisten gestiegen sind, Institutionen sind, in denen eben Praxis, zum Beispiel Engineering, mit Reflexion verbunden sind. Das heißt auf schweizerisch gesagt, dass die ETHs sich positiver entwickelt haben als zum Beispiel die Uni Zürich. Und Magglingen, meine ich, obwohl es keine ETH ist, gehört genau zu diesem Modell von akademischer Institution. Generell gesagt glaube ich, dass dieser Status, wie man das im Deutschen gerne formuliert hat, die schönste Nebensache der Welt, eigentlich nicht mehr die Tatsache ist. Also wenn Sie, ich kenne keine Studien dazu, ich bin überzeugt, wenn man empirisch versuchte festzustellen, wie viel Zeit der durchschnittliche westliche Bürger oder die durchschnittliche westliche Bürgerin pro Woche mit Sport zubringt, dass der Sport ganz klar eine zentrale Dimension und Komponente der Existenz wäre. Na gut, dass der Sport weiterhin Spaß macht vor allem. Ja? Dass der Sport dadurch nicht zu einer bloß ernsten Aktivität verhärtet. Ja? Weil man ja auf diese Frage eigentlich damit als moralisch verantwortlicher Mensch antworten muss, dass das Geld keine so große Rolle im Sport spielt, das finde ich eigentlich nicht. Also ich freue mich, wenn Athleten gut verdienen. Ja. Es müssen vielleicht nicht 250 Millionen sein wie beim Neymar-Transfer, aber ich meine, in anderen Berufen kann man auch 250 Millionen verdienen.